Einen schönen guten Abend und Glück auf, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Ihrer täglich aktuellen Nachrichtensendung im Mittelerzgebirgsfernsehen. Ja, wir haben heute eine vollgepackte Sendung und deswegen geht es auch gleich los mit unserem ersten Beitrag zum Stand der Vorbereitungen zur 725-Jahr-Feier in Zschopau. Dazu haben wir uns mit dem Oberbürgermeister der Stadt getroffen. So, wir sind jetzt hier in Zschopau auf dem Neumarkt und hinter uns bietet sich eigentlich ein sehr ungewöhnliches Bild für Zschopau. Es wird eine Bühne aufgebaut. Arne Sigmund, was ist hier los? Ja, wir freuen uns natürlich jetzt ganz sehr. Es geht jetzt los. Unser Stadtfest nimmt endlich Form an, nimmt Gestalt an. Und ich denke, die Bühne auf dem Neumarkt ist das eines der besten und schönsten Beispiele dafür. So eine große Bühne hatten wir in Zschopau bisher, ich sag mal, ganz selten. Ich kann mich nicht richtig daran erinnern. Da freue ich mich natürlich. Ihr habt jetzt noch 3 Tage sind's, ne? Der Countdown läuft. Wie ist denn der derzeitige Stand? Wie läuft's? Ja. Es läuft natürlich gut. Die Sonne scheint. Ich habe heute früh einen Wetterbericht geguckt und es sieht gut aus. Kein Dauerregen in Sicht, Sonne. Ja, wie bei jedem Fest. 1000 Kleinigkeiten sind noch. Einfahrtsgenehmigung, der ruft an. Starke Nerven, aber die haben wir. So, nun haben wir ja viele Besucher hier, auch ja. Die Zschopauer, die sind damit eingebunden. Gerade ja. Eben das Parken und die Anwohnerparkplätze. Es gestaltet sich schwierig, oder? Ja. Zschopau hat wenig Parkplätze, wir bespielen das ganze Zentrum, aber wir haben viele Parkplätze vorgesehen. Auf unserer Website www.725-jahre-zschopau.de ist eine Aufstellung. Die gleiche Aufstellung ist auch, ich halte es mal in die Kamera, hier auf unserem Flyer. Da gibt es innen drin gibt's da eine Übersicht mit einer Karte, wo wir die ganzen Parkplätze sozusagen ausgeschildert haben. So. Das Thema Parkplätze, das ist jetzt geklärt, auch wenn die Leute außerhalb parken. Sie müssen also quasi auch nicht laufen, auch für Menschen mit Gehbehinderungen und so weiter und so fort ist gesorgt. Also wir haben einen Parkplatz zum Beispiel am Berufsschulzentrum, für alle, die von außerhalb kommen. Dort gibt es ein Shuttle, was stündlich in die Stadt reinfährt und auch abends wieder zurückfährt auf den Parkplatz. Und wir haben am zweiten Wochenende, am Freitag und am Sonnabend auch einen Shuttle abends nachts zurück nach Chemnitz, weil wir natürlich hoffen, dass es auch da viele Besucher hier in Zschopau beehren. Wir hatten auch gerade das Thema, es wird hier alles bespielt. Na, wie viele Festplätze habt ihr denn hier, oder Aktionsplätze vielmehr? Oh Gott. Ich würde mal aufzählen. Altmarkt, Neumarkt, Schloss, Parkplatz vor dem Schloss, wo die Vereinsmeile ist, der Park an den Anlagen, wo ein großes Familienfest ist mit Adi. Also 6 habe ich jetzt aufgezählt, dachte ich. Und die Brücke, wo die Eröffnung stattfindet natürlich. Apropos Eröffnung, die ist also am 18. August, 16.30 Uhr an der Zschopau-Brücke. Und da habt ihr euch natürlich auch ein ganz besonderes Programm einfallen lassen. Genau, also Zschopau verdankt seine Entstehung dem Fluss Zschopau, der Furt, wo die Salzvorwerke drüber rumbilden früher. Und da haben wir uns gedacht, wir gehen zurück an die Wurzeln. Tschab mal geh's, Zschopau mein Gott, sagten die Fuhrleute früher, wenn sie die Stadt erreichen. Wir sagen das heute, wenn wir unser Fest eröffnen. Und mein Dank da an die Kindergärtnerinnen und an die Kinder in unseren Kitas, die haben Boote gebastelt. Und da machen wir eine kleine Bootsregatta mit selber gebastelten Booten. Und gerade das selber gebastelt hat, das ist ja auch aufgefallen. Ne? Also es wurde reich verziert, reich geschmückt. Die Wimpel, die zieren hier mittlerweile schon die Straßen. Wie viele Meter sind denn das? Oh Gott, ich glaube 5000 Meter an Wimpeln haben wir allein im Gefängnishof, sag ich mal, an Leute verkauft, an Wimpelketten. Dazu kommen natürlich noch die Leute, die privat die Wimpel woanders geholt haben. Also ich freue mich ganz toll, wie die Zschopauer hier geschmückt haben. So toll, dass es auch schon einige, sag ich mal, Schmückgegenstände als Souvenire entschwunden sind, was natürlich nicht sein muss. Und deshalb mein Appell, meine Bitte, bis nach dem Fest damit warten und die Besitzer fragen. Wir wollen gemeinsam eine schöne Stadt haben zu diesem Jubiläum. So, 725-Jahre-Zschopau.de. Da wird man dann natürlich auch darüber informiert, was alles los ist. Hier hinten hinter uns ist schon ganz schön was los. Es wird aufgebaut. Ja. An Acts, was erwartet ihr denn? Oha, wo soll ich anfangen? Wo soll ich aufhören? Die Weisheit natürlich, ganz groß, 6, 7 Shows an 3 Tagen. Zieger auf dieser Bühne, Stereo-Act auf dieser Bühne, Blasorchester vormittags, Polizeiorchester Sachsen auf dieser Bühne. Revival-Bands sonntags im Schlosshof, Benzin und Rock für die Jugend. Also es ist für jeden was dabei. An Jung und Alt gedacht, das Wetter, das soll auch mitspielen. Du hast dich schon bestens informiert. Ja, wir wünschen dann natürlich gutes Gelingen, viel Spaß, viel Erfolg, toi, toi, toi. Danke. Und nochmal meinen Dank an dieser Stelle an allen,
die mitgeholfen haben bei der Vorbereitung, weil das sind ganz viele fleißige Hände. Ich stehe immer vor der Kamera, aber es sind ja im Hintergrund die fleißigen Hände, die das alles vorbereiten und das alles machen. Vereine, Bauhof, wer auch immer, mein ganz herzlicher Dank. Lasst uns gemeinsam feiern und auf mit einem Joe Power Schloss Wildeckbräu anstoßen. Ja, dann nehmen wir dich beim Wort. Ja, machen wir. Danke. Wir bleiben auch gleich in Schopau, denn einer der Veranstaltungshöhepunkte ist Benzin und Rock. Frank Langer hat sich mit dem Organisator unterhalten. Metallisch ging es in und um Schopau ja in der Vergangenheit nicht nur im MZ-Werk und den dazugehörigen Betrieben zu. Benzin und Rock brachte in den frühen 2000er Jahren unzählige Musiker aus der Rock- und Metal-Szene auf die Bühne im Schlosshof. 2017 wird es wieder einmal soweit sein, denn das Team um Mario Gerlach belebt Benzin und Rock im Rahmen des Stadtfestes 725 Jahre Schopau am 25. und 26. August wieder. Mit ihm haben wir dazu gesprochen. Das Benzin und Rock wird nach wie vielen Jahren neu aufgelegt? Nach 12 Jahren jetzt immerhin. 12 Jahre. 12 Jahre und es war dir eine ja, quasi Herzensangelegenheit, das zum Stadtfest zu machen. Wie kam es dazu? Ja, die Entstehungsgeschichte datiert eigentlich ein Jahr zurück. Auf das Schloss- und Schützenfest, wo also die Vorbereitungen für das Stadtfest schon im vollen Gange waren und zunächst erstmal die Überlegung bestand, vielleicht alle ehemaligen Schopauer Bands wieder auf eine Bühne zu bekommen, wir aber dann sehr schnell gemerkt haben, das wird nicht funktionieren, weil einige in alle Welt verstreut sind und dann auf diese Idee des Benzin und Rock zurückgegriffen worden ist, weil das ja auch immerhin einige Jahre das Stadtbild oder das Veranstaltungsleben der Stadt Schopau mit geprägt hat. Hast du denn alle ja, oder viele Helfer von damals oder Mitorganisatoren wieder mit ins Boot bringen können? Also wir sind ein relativ neues Team. Es sind ehemalige mit dabei. Wir sind jetzt 3, 4 Leute, die damals schon mit im Boot gewesen sind. Andere hat es weit weggetrieben aus dem Erzgebirge. Die sind also gar nicht mehr greifbar von Prag über Berlin bis Dresden. Aber dafür haben wir auch eine Menge junge Leute mit im Boot und das ist jetzt alles am Entstehen und am Wachsen und Zusammenkommen und wir werden dann halt sehen, was als Ergebnis rauskommt. Benzin und Rock war ja die letzte Veranstaltung nicht hier im Schloss, es war aber euch eine Herzensangelegenheit wieder ins Schloss zurückzukehren, oder? Ja, das Festival ist hier entstanden als Anhängsel, daher auch der Name Benzin und Rock, zunächst erstmal zu einer Gleichmäßigkeitsfahrt, die ja hier im Schopau immer stattfindet. Und ist dann gewachsen, also als eine Eintagesveranstaltung wurde dann eine Mehrtagesveranstaltung. Und das ganze Theater ist immer größer geworden, immer breiter, sodass dann irgendwann, wie wir mal gesagt haben, Zeltplatz-Sachen zum Beispiel und so weiter, das ist eben in der Innenstadt schwierig zu gestalten. So war die Idee, rauszugehen aus der Stadt. Aber es ist natürlich besonders schön, jetzt zu dem Stadtjubiläum wieder hier am Gründungsort zu sein und das nochmal hier durchzuführen. Hast du Namen, die du da nennen möchtest? Ja, wir haben am Freitag, für die Erzgebirgler natürlich auf jeden Fall am Freitag, die wunderbaren Schophongs mit dabei, die ja hier eine besondere Beziehung auch zu Schopau haben. Wir haben aus Prag der Freitag-Headliner, die Dirty Blondes, ja, die auch schon hier zum Wurst und Durst zum Beispiel in Olbernhau gespielt haben. Am Samstag Electric Love als Headliner aus Stuttgart. Und Thanks and Get Ready aus Chemnitz, Janice, auch hier aus der Region. Und Freitag noch für Freunde der härteren Musik Gorilla Monsoon aus Dresden. Wann wird es jeweils losgehen? Wir starten am Freitag 18 Uhr und am Samstag 17 Uhr. Das Ganze ist natürlich eingebettet in die Stadtfestveranstaltung, also in das Stadtfestjubiläum. Wir sind da auch der Stadt Schopau sehr dankbar dafür, dass man uns die Chance gibt. Und in der gesamten Innenstadt sind natürlich auch zeitlich gesehen vorher schon Attraktivitäten und es sind 3 Bühnen wohl hier im gesamten Stadtgebiet, Kleinkunst, viel Veranstaltung, sodass man also durchaus auch das eine oder andere Stündchen eher kommen kann und dann nochmal hier durch die historische Innenstadt schlendern. Ne? Nun, die Frage, die bestimmt schon viele gestellt haben, wird es nach diesem Benzin und Rock ja, ein weiteres geben in der Zukunft? Ja, das ist eine sehr salomonische Frage und ich möchte auch eine salomonische Antwort darauf geben. Wir werden uns im September zusammensetzen, also die, die das organisieren, werden das Ganze analysieren. Sind wir mal beim Benzin und Rock, besonders beim Benzinmotor. Ne? Werden gucken, wo gibt es Reibung?
ist die Reibung so stark, dass der Motor vielleicht irgendwann mal ins Stottern kommen kann? Oder reicht das, wenn man vielleicht das eine oder andere Teil erneuert oder besser lagert oder wie auch immer? Dann werden wir sehen, wie das natürlich vom Publikum angenommen wird. Ja, es nützt ja nichts, eine Veranstaltung vorzubereiten, wo der gemeine Showbauer und in der Umgegend sagt, da gehen wir nicht hin, weil das ist nicht unser Ding. So, und all das werden wir zusammenkommen lassen, setzen uns im September hin und dann schauen wir, ob es weitergeht oder nicht. Eingebettet ins Stadtfest geht es am nächsten Wochenende rockig auf Schloss Wildeck zu. Nach 12 Jahren wurde das Benzin- und Rockfestival wiederbelebt. Ja, ebenfalls eine besondere Veranstaltung plant man in Groß-Olbersdorf. Frank Langer, bitte. Zu einem eher ungewöhnlichen Übungstermin waren wir gestern bei der Groß-Olbersdorfer Feuerwehr. Die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden waren in eine Seitenstraße gewechselt, um dort einiges zu besprechen. Gottfried Schier, der Wehrleiter, erklärte, warum es doch nicht so ungewöhnlich ist, wie es den Eindruck erweckte. Ganz und gar nicht. Wir feiern das 140-jährige Bestehen unserer Feuerwehr. Und wir wollen das darstellen, wie sie vor 140 Jahren das Feuerlöschwesen hier in Groß-Olbersdorf präsentiert haben, wie es entstanden ist. Und so wollen wir hier eine alte historische Übung darstellen. Das habt ihr ja hin und wieder schon mal gemacht, auch zum Jubiläum in Marienberg war da mit dabei, als historische Truppe. Das pflegt und hegt ein bisschen, oder? Ja, sehr gerne. Wir haben dort ein Drehbuch, wo wir danach verfahren. Und auch bei kleineren Geschichten gehen wir gerne mit hin. Wir haben alte Technik, die wir natürlich auch gerne mit einsetzen. Der Handdruckspritze, Pferdegespann. Also was im Halt so um der Jahrhundertwende 1877 vorhanden war, das kommt auch hier mit zum Einsatz. Das Signal, ich bleib andrehen. Oh, genau. Nicht im Gedrehen. Oh. Ja. Ja. Ich bin das Signal, ich soll andrehen. Haben die Spielführer ja alles im Griff? Ja. Ihr seid eine Reserve. Ach, ihr seid eine Reserve. Reservefeuerwehr. Handwerker und Bauernfeuerwehr. Ihr macht aber trotzdem gerne mit bei der ganzen Geschichte, oder? Ja, freilich. Ihr seid auch so aktiv dabei. Aber kein Problem, da mal schauspielerisch tätig zu werden? Absolut nicht. Die Sachen, die Proben hier, liegt das eher Ihrer Hand oder machen das die Kameraden? Wer ist hier maßgeblich zuständig? Das machen die Kameraden. Wir haben uns da schön reingeteilt. Alles kann man ja nicht selber machen, muss man ja auch nicht, wenn wir genug Leute haben. Und ich bin ja sehr dankbar, dass wir die Leute haben. Und hier macht es Siegfried Weber, was mein Stellvertreter war. Und da hat sich hier drum gekümmert, Frank Löschner, Benjamin Löschner. Das ist das Dreigestirn, die hier die alte Übung alles organisiert haben und auch durchführen. So und sei, weil nämlich die bei mir neu rennt, die dritte. Die Frau gibt dritte Arschspieler, rennt nun Arschspieler neu. Na? Gut. Wie seht ihr denn so eine historische Übung? Ist das was, wo man gerne mitmacht? Aber sicher. Ja. Sicher. Es gehört zu unserer Tradition dazu. Was ist denn eure Aufgabe bei dieser? Wir sind eigentlich so, dass. Die Statisten. Genau. Ja. Wir löschen nicht, wir flanieren wir hier. Die Technik ist das eine. Man sieht, es gibt genug, die da ja, mitmachen. Ist es leicht, die Leute zu motivieren, da dabei zu sein? Bei uns ja. Bei uns ist die Kameradschaft in erster Reihe. Und da gehört es natürlich auch dazu, dass sie hier gerne mitmachen und wirklich auch mal das alte Historische zeigen wollen. Das wird aber noch mehr zu erleben geben bei euch, nicht bloß das Historische. Was wird es noch an dem Wochenende ja, bei euch geben? Ach, es ist mannigfaltig, das Programm. Wir haben die Hutzenbussen da, die Wurzelbacher spielen. Wir haben natürlich auch für die Jugend eine Redline-Party, die hier stattfindet. Also es wird sehr viel an diesem Wochenende geschehen. Nächstes Wochenende wird gefeiert. Die historische Schauübung gibt es dann am 26. August um 17 Uhr. Bisschen wild geht es derzeit im Zentrum von Marienberg zu. Zahlreiche Baustellen zieren das Stadtbild. Wie die Stadtverwaltung Marienberg mitteilte, machen sich im Zuge der gestrig begonnenen Baumaßnahmen an der B171 Ecke Lorbeerstraße ab sofort Änderungen in der innerstädtischen Verkehrsführung erforderlich. Die Fahrt durch das Stadtzentrum über die B171 von der Freiberger Straße kommend in Richtung Ratsstraße bleibt bis auf Weiteres möglich.
Der Verkehr in die Gegenrichtung wird in der Rathstraße, also ab dem Rathaus, über die Wolkensteiner Straße, Poststraße, untere Bahnhofsstraße, Goethering zur B171 geleitet. Wünschendorf, Biker überschlug sich. Gegen 17.40 Uhr befuhr am Dienstag ein 26-jähriger Motorradfahrer die Serpentinen der S223 aus Richtung Wünschendorf in Richtung Lengefeld bergauf. Etwa 500 Meter vor dem Ortseingang Lengefeld kam die Kawasaki in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr einen Leitpfosten um, streifte einen Baum und blieb nach einem Überschlag auf dem angrenzenden Feld liegen. Der 26-jährige Biker erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Ja, da ist doch gestern Abend das Gewittergebiet zum Glück an uns weitestgehend vorbeigeschrammt. Und damit sage ich herzlich willkommen hier beim Regionalwetter im Mittelerzgebirgsfernsehen. Heute Abend und in den Nachtstunden zeigt sich der Himmel wieder leicht bewölkt bis klar und dann ist es natürlich logisch, dass hier nicht mit Niederschlag zu rechnen ist. Beim Niederschlagsrisiko steht demzufolge eine dicke Null. Der Schirm hat also frei. Größere Zahlen stehen dafür in den Thermometern. So werden beispielsweise in Olbernhau an der Flöa bei leichter Bewölkung 13 bis 15 Grad erwartet. In Marienberg verharrt das Quecksilber bei klarem Himmel zwischen 12 und 14 Grad. Und die Zschopauer bekommen nicht nur 14 bis 15 Grad, sondern auch Nebel. Der treibt sich nämlich in den Tallagen rum. Der Wind lässt es in den Nachtstunden ruhig angehen. Er weht gering mit um die 6 Kilometer pro Stunde aus Südosten. Morgen am Donnerstag beginnt der Tag mit einem klaren bis leicht bewölkten Himmel. Ab Mittag quellen dann immer mehr Wolken auf und es kann in den Nachmittags- und Abendstunden vereinzelt Regenschauer geben oder auch kurze Gewitter. Nachts, tja, da ist der Spuk dann wieder vorbei, es klart wieder auf. Tja, im Tagesverlauf rechnet die Sonne bis zu 8 Arbeitsstunden ab und das zeigt sich auch bei den Temperaturen. In Pfaffroda am Schlossteich werden zwischen 19 und 23 Grad erwartet. In Wolkenstein am Schloss gibt es zwischen 22 und sogar 25 Grad. Und in Gornau stehen 22 bis 24 Grad in den Anzeigen der Thermometer. Der Wind weht leicht mit um die 13, in den Höhenlagen aber auch stark böig mit bis zu 45 Kilometer pro Stunde aus südlicher Richtung. Hier nun der erste vorsichtige Ausblick auf das kommende Wochenende. Der Freitag wird dann bedeckt bis wolkig und es bleibt mal abgesehen von einzelnen Regenschauern im Großen und Ganzen trocken. Die Sonne ist Mangelware. Bei 17 bis 24 Grad weht der Wind stark in Böen aus Nordwesten. Am Samstag hat die Sonne dann schon wieder einen größeren Anteil am Wettergeschehen und das Firmament ist dabei leicht bewölkt bis wolkig. Regnen wird es tagsüber nicht, erst in den Abendstunden. Die Temperaturen leider nicht mehr auf dem Niveau der Vortage. Wir müssen uns mit 12 bis 19 Grad zufrieden geben und der Wind weht weiter aus Nordwesten. Ja, genauere Wetterinformationen zum kommenden Wochenende habe ich dann morgen für Sie. Also schauen Sie wieder rein. Tschüss vom Wetter und zurück zu dir, Nancy. Vielen Dank, Tobias. Das war es auch schon mit der heutigen Ausgabe von Megional. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Und damit sage ich Tschüss, einen schönen Abend, gute Nacht, bis morgen.